Ich weiß, dass irgendwer diesen Signalen nachgehen muss, aber können wir nicht kurz unseren Sieg feiern? Es ist kein Sieg, bis wir sicher sind, fertig zu sein. Das ist kein Videospiel, Chai. Man schlägt nicht einfach den Boss und macht Feierabend. Aber was, wenn es eins ist, Peppermint? Was, wenn es eins ist? Es ist garantiert keins. Genug gefaulenzt. Untersuchen wir diese so zeitlich passend entdeckten Spektra-Signale. Ich weiß, es war ein Auf und Ab mit uns, aber wir haben es geschafft, Peppermint. Ich hoffe, du hast etwas aus all dem gelernt. Moment, da gab's was zu lernen? Du hast doch bestimmt darauf gehofft, Projekt Armstrong wäre eine Abkürzung zu allem, was du schon immer wolltest. Stimmt. Und das hast du aber nicht gekriegt? Stimmt auch. Und du hast begriffen, dass du dafür arbeiten musst, um deine Wünsche zu erfüllen. Ich verstehe, worauf du abzielst. Jedenfalls habe ich das daraus mitgenommen. Aber bis das in deinen Dickschädel einsickert, wird wohl ein Weilchen vergehen. Chai, ich weiß zwar, dass es Dringenderes gibt, doch ich wollte gerne was ausprobieren. Oh, was denn? Du hast deine Fähigkeiten zwar im Griff, aber wo liegen ihre Grenzen? Das hört sich jetzt schon nach einer Menge Arbeit an. Ich habe Herausforderungen entwickelt und würde gern wissen, welche wir als Team meistern. Ich nenne das einen Stresstest für unsere Überlebensfähigkeit. Ich brauche keinen Stress. Oder es könnte Spaß machen. Kommt auf die Perspektive an. So oder so steht das Programm. Gib mir einfach Bescheid, wenn du es austesten willst. Ich mache mir Sorgen um Peppermint. Mach dir keine Gedanken. Unterstütz sie einfach. Du hast zwar gekämpft, aber sie hat viel durchgemacht. Sie will sicher ein ganz neues Kapitel aufschlagen. Ja. Ich gehe mir diese Spectra-Signale für sie ansehen. Das ist eine gute Idee. Auch wenn ich nicht weiß, was ich von denen halten soll, wappnest du dich lieber ein bisschen. Du wirkst angespannt, obwohl doch alles vorbei ist. Das liegt nun mal in meiner Art. Ich versuche, alle Risiken zu beachten. Aber du bist trotzdem lockerer geworden, seit wir uns das erste Mal begegnet sind. Da würde ich zustimmen. Ich bin sehr detailorientiert, aber abhängen macht Spaß. Außerdem sind hier alle so anders. Du bringst frischen Wind rein. Ja, ich war auch nicht an Gruppenarbeit gewöhnt, aber sie macht Spaß. Naja, ich würde sagen, zumindest wird es nicht langweilig. Also, Macaron, irgendeine Ahnung, was diese Signale sind? Nein, aber ich bin auch nicht sehr besorgt. Wie unmakaronisch. Also ignorieren wir sie? Nein, natürlich müssen wir sie untersuchen, aber wir haben dich und uns als Team. Was immer es ist, wir packen das. Ja, aber erst müssen wir es finden. Peppermint hat herausgefunden, in welchen Teilen des Campus sie auftauchen. Wir müssen nur noch die genauen Orte ausmachen. Okay, dann mache ich mich mal ran. Du und Roxanne kennt euch schon ewig. Aber ich frage mich da was. Wie konntet ihr entgehen, dass Peppermint ihre Tochter ist? Die Sache ist, dass Roxanne schon immer eine harte Grenze zwischen der Arbeit und ihrem Privatleben zog. Ich verstehe das. Aber ich glaube, selbst sie begreift, dass man nicht einfach wegsehen kann. Dann glaubst du, sie und Peppermint kommen klar? Das wird nicht zwingend schnell gehen. Die beiden waren anscheinend lange getrennt.
Doch das wird eine Phase meines dreiteiligen Reparaturplans. Erst Cinnamon, dann die Firma und danach die Wendelace. Da hast du aber viel vor. Hey, verglichen mit unserer Leistung eben ist das nichts. Mr. Chai, habe ich je meinen Hang zur neuesten Mode erwähnt? Nein. Und du erscheinst mir auch als der ungewöhnlichste Kandidat dafür. Ich glaube, Sir Macaron will insgeheim Tipps von mir. Warum erzählst du mir das? Darum. Ich habe eine umständliche Methode entdeckt, Zahnräder in modische Optionen für uns umzubauen. Das ergibt keinen Sinn. Klingt aber spannend. Also bitte, spielen Sie mit meinen Designs. Muss man ja anfangen. Ganz im Ernst, wenn du mich gerettet hast, dafür bin ich echt dankbar. Ich wusste gar nicht, dass du so hart bist. Na schön, erledigen wir den Rest.